So, dann nach dem Spiel WSC Frisia aus der Landesliga gegen den Regionalligisten vom VfB Oldenburg. 7:2 am Ende für die Gäste aus der Huntestadt. Dario Fossi als Gästetrainer, eine unbekannte Rolle für dich. Du bist ja eigentlich hier Wilhelmshaven-Urgestein, aber als Oldenburger, du hast gesagt, du bist lange nicht mehr hier gewesen. Heute mit dem VfB Oldenburg in der Vorbereitung auf die Regionalliga-Saison. Dario, komm ruhig ein Stückchen näher ans Mikrofon, damit wir auch einen guten Ton haben. Haben wir beim letzten Mal ein bisschen Probleme gehabt, da musste Jürgen auch zweimal ran. Wie hast du denn das Spiel gesehen heute? Ja, erstmal, es ist wieder schön, hier zu sein in meinem alten Wohnzimmer. Ich habe, glaube ich, über 10 Jahre hier gespielt. Schönes Stadion, es ist für die Stadt, es ist ein tolles Fußballstadion hier. Es war schön, wieder hier zu sein. Ja, zum Spiel bedingt zufrieden. Wir sind super reingekommen. Wir haben das umgesetzt, was wir wollen. Machen auch noch aus diesen Aktionen oder aus der Aktion das Tor. Und dann hat mir einfach der Wille und die Einstellung gefehlt, das weiter fortzuführen. Und wir haben einfach von Minute zu Minute in der ersten Halbzeit weiter abgebaut und haben gedacht, das Spiel läuft von alleine und machen dann den Gegner stark. Wir haben natürlich auch in der ersten Halbzeit genügend Torchancen, um reichlich Tore zu schießen. Wir können aber auch nicht nur zwei fressen, wir müssen das dritte sogar fressen, weil Frisia dann mit einer dritten Aktion toll nach vorne gekommen ist. Aber wir haben es einfach auch wirklich nicht gut verteidigt. Wir haben nicht mutig genug, wir wollen mutig aggressiv vorne anlaufen. Das haben wir nicht gemacht und dafür kam dann Frisia gut rein. In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass bei allen Mannschaften oder bei beiden Mannschaften so die Kraft so ein bisschen fehlt. Wir haben natürlich dann nochmal ein paar junge Wilde aus der JTV eingewechselt und die haben dann nochmal gewirbelt und haben das Ergebnis dann gedreht. Aber schlussendlich muss ich gucken, dass wir da schon ein Spiel auf Dauer hochhalten. Und das haben wir in der ersten Halbzeit leider verloren, aber wir haben noch 5 Wochen bis zum Start. Ja, Jürgen, erste Halbzeit gewonnen, kann man an dieser Stelle sagen. Ein gutes Spiel gemacht, auch noch die eine oder andere Torchance gehabt. Du hast die zweite Halbzeit, das hat Dario gerade eben schon gesagt, waren wahrscheinlich doch ein bisschen die Körner weg, aber das sollst du jetzt natürlich auch aus deiner Sicht sagen. Ja, also erstmal muss ich sagen, sind wir in das Spiel gegangen. Es wäre vermessen, der Anspruch, dass wir 90 Minuten gegen eine Regionalliga hier auf Augenhöhe agieren können. Wir haben vorher definiert, wir wollen viele gute Phasen haben in dem Spiel, wo wir konzentriert sind, wo wir kompakt stehen, wo wir auch unsere Stärken, unsere Muster einbringen. Und Dario hat ja auch vieles schon treffend analysiert. Wir sind denkbar schlecht in das Spiel gekommen. Wir waren zwar darauf vorbereitet, auch in der Kabine, haben Dinge besprochen, wenn der VfB hochkommt, wenn das Kommando kommt, aber machen dann doch den Fehler. Das sind Dinge, die passieren im Fußball. Der VfB war in den ersten 10 Minuten, 15 Minuten sehr griffig. Da haben wir auch einen Unterschied gesehen vom Tempo, von der körperlichen Robustheit und hätte dann vielleicht sogar auch noch das zweite Tor machen können. Aber Kompliment, und das nehmen wir aus dem Spiel mit, wir sind sukzessive, Schritt für Schritt immer besser dann in das Spiel gekommen. Und ja, haben dann auch unsere Stärken eingebracht, machen dann auch die Tore auch schön rausgespielt und haben dann in der ersten Halbzeit dann auch gezeigt, auch so in der Körperlichkeit, in der Robustheit, in der Zweikampfführung, dass wir uns nicht versteckt haben. Da haben wir eine gute Mentalität gezeigt. Und nach dem 0-1 gegen Regionalliga so in das Spiel zurückzukommen und dann selber auch in Führung zu gehen und ja, es läuft ja nicht immer alles optimal, vielleicht hätten wir das 3-1 dann mit Marius machen müssen, aber das ist halt einfach Fußball. Aber wir nehmen mit, die erste Halbzeit, das war ein guter Job. Und da haben wir einen grünen Haken gemacht, wir haben uns dann in der Halbzeit nochmal besprochen, sind eigentlich auch ganz gut aus der Halbzeit gekommen, kriegen dann den Elfmeter, der kann man jetzt drüber diskutieren, aber ich denke, der VfB hätte in der ersten Halbzeit auch schon einen Elfmeter kriegen müssen. Also klar, kriegen dann den Ausgleich und wechseln dann und haben dann auch gemerkt, dass wirklich der Akku leer war. Wir waren im roten Bereich, wir sind in der Vorbereitung, wir sind Landesligist. Und ich merke auch jetzt in der Vorbereitung, es ist durch Corona nochmal anders. Wir sind ein Landesligaverein, der zuletzt im Wettbewerb im Oktober war. Wir haben zwar ein Corona-Programm gemacht, aber wir waren nicht auf dem Platz. Auf dem Platz ist eine andere Intensität. Da haben wir dann eigentlich schon Tribut zollen müssen. Was ich schade fand, war, dass die Jungs dann reinkamen. Klar, geht dann immer ein bisschen Ordnung verloren. Der VfB hat, wie Dario sagt, junge Wilde gebracht, die wollen, die gut ausgebildet sind. Und da hat man dann in der letzten halben Stunde schon einen deutlichen Unterschied gemerkt, auch so in der Mentalität.
Wir haben das auch vorbesprochen, dass negative Dinge heute passieren werden, dass man sich wehrt bis zum Ende, dass man sich immer wieder neu ordnet, neu aufstellt, neu motiviert. Aber es war dann einfach schwer umzusetzen. Und da haben wir am Schluss, finde ich, dann zu leicht Tore kassiert. Ist das Ergebnis dann auch mit 2-7 ein bisschen hoch ausgefallen, weil vielleicht 2-4 wäre dem Ganzen auch gerecht geworden. Aber gut, solche Spiele sind da, man bekommt einen Spiegel, wir haben Dinge gut gemacht. Erste Halbzeit, auch noch in die zweite Halbzeit hinein. Am Schluss haben wir Lehrgeld gezahlt, wir müssen weiter arbeiten. Aber ich sage auch, wir sind Landesliga, der VfB ist Regionalliga und das hat man dann auch phasenweise auch gesehen. Muss man ja auch sehen. Gut, ich danke euch beiden. Ich wünsche dem VfB, Dario, vielleicht kommst du ja nochmal irgendwann zurück hier nach Wilhelmshaven. Vielleicht ja sogar auch zu einem Punktspiel, ist vermessen, aber man darf ja auch träumen. Man kann sich die Ziele, wie Armin Draugrich draußen steht, glaube ich, wir jagen Ziele. Und das ist das Motto beim BSC Frisia. Gut, wo immerhin der Weg auch geht, beim VfB Oldenburg, alles, alles Gute. War schön, dich mal wieder hier in deinem Wohnzimmer, wie du es gesagt hast, zu sehen. Und für dich war es ja auch ein Stück weit zurück, quasi VfB Oldenburg. Du kamst vom VfB Oldenburg hierher, hast, glaube ich, auch noch ein kleines Geschenk bekommen. Ja, genau. Ich habe mich gefreut. Schon vorm Spiel hat sich das heute für mich gelohnt, weil ich zwar mit Verspätung nach über einem Jahr hier noch ein Präsent bekommen habe für meine Zeit beim VfB. Fand ich total aufmerksam, habe mich auch gefreut. Und ich wünsche dem VfB aus Sympathie alles Gute für die Saison und Dario auch den sportlichen Erfolg, dass er auch die Zeit hat. Und das wäre, glaube ich, auch gut für den VfB, dass dann Trainer wirklich mal was entwickeln und auch gestalten kann. Kleine Frage noch, Melvin Lamberti hat sich verletzt in der ersten Halbzeit. Gibt es da schon was? Ist das? Ja, das ist wahrscheinlich ein Muskelfaserriss. Das ist natürlich für uns sehr schade. Als Kapitän wird ausfallen, 3-4 Wochen bestimmt. Das wird knapp mit dem Punktspielstart. Aber das sind auch Dinge, die im Fußball passieren und die müssen wir das Team dann aufnehmen. Für Melle ist es natürlich schade. Alles klar. Jan, natürlich den Verletzten alles, alles Gute. Vielen Dank euch beiden und euch noch einen schönen Abend und natürlich eine tolle Saison. Danke.